herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha Team. Wir haben heute mal wieder einen neuen 187 Tabak auf unserem Tisch hier und auf unserem Kopf. Die Jungs hauen einfach richtig rein, einen Tabak nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie viele Sorten die mittlerweile auf dem Markt haben, aber es sind einige. Und so gut wie alle sind halt extrem lecker. Und deshalb haben wir uns den ganz neuen Mama Candy rausgesucht. Die Nummer 21 steht hier drauf, also wahrscheinlich haben die so um 21, 22 Tabaksorten auf dem Markt. Ist schon krass. Schon ordentlich, ja. Also wenn man überlegt, ein Jahr lang, anderthalb Jahre gibt es 187 und dann schon 22 Sorten auf dem Markt. Und dann so viele gute auch. Dann so viele gute. Das muss man schon mal hinkriegen. Ja, und vor allen Dingen das ganze 200 Gramm, 16,90 Euro, typisch für 187. Ja, Mama Candy, was soll es sein? Jetzt ist mein Handy wieder ausgegangen. Und zwar Guave, Mango, Pfefferminze, Pfirsich und Sternfrucht. Also ein wilder Fruchtmix mit einer leichten Minznote. Das erwarten wir hier. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum Schnitt und zum Geruch. Und ich gönne mir noch einen Zug. So, Freunde, kommen wir mal gleich zum Schnitt. Komm mal ein Stück dichter ran. Einmal mit Profis arbeiten. Also der Schnitt ist auch wieder ganz typisch 187. Mittelgrob, ein bisschen klumpig von der Molasse her, aber sonst sieht das alles super gut aus. Lässt sich auch wunderbar im Kopf mitbauen, gerade wenn ihr einen Sieb benutzt. Ich finde ihn teilweise sogar sehr fein, muss ich sagen. Ihr habt trotzdem so eine Blattreste, ein Stückchen da noch drin. Also aber es nicht ist aber nicht schlimm. Die Molasse ist dadurch aber extrem gut eingezogen, finde ich. Ihr habt fast gar keine überschüssige Molasse drin. Ich habe auch immer das Gefühl bei 187, ihr habt einfach richtig viel Tabak da drin. Ja, man, das Gefühl hat man auf jeden Fall. Und dadurch, dass halt wirklich nicht irgendwie noch so ein Abfallprodukt nebenbei hast, sondern wirklich die komplette Dose einfach leer machen kannst, hast halt wirklich Geschmack bis zum letzten Bissen. Schon mal richtig cool. Mhm. Gut, kommen wir gleich mal zum Geruch. Von der Beschreibung her sind ja wirklich ziemlich viele Sorten drin. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil so Fruchtmix hat man dann in den meisten Fällen, dass es einfach nur irgendwie fruchtig schmeckt. Mhm. Mal gucken, ob es anders ist. Also im Vordergrund riecht man auf jeden Fall Mango, die Minznote natürlich, Pfirsich und die Guave müsste ich mir jetzt irgendwie vorstellen, also im Geruch. Finde ich, bleibt das eher bei Mango, Pfefferminz und dem Pfirsich. Aber das kann im Geschmack wieder ganz anders aussehen. Was sagst du denn dazu? So ist es. Vielleicht sieht es ja im Geschmack ganz anders aus. Ja, du hast den ersten Kritikpunkt gesagt, den ich auch bei jedem Fruchtmix-Tabak anbringe. Es ist halt meistens eine Mischung, die du nicht definieren kannst, was irgendwie halt nach allem und nach nichts schmeckt. Ja. Hier finde ich, ist es ganz gut gelungen. Im Vordergrund schmeckt man zuerst, wie du auch im Geruch gesagt hast, so eine Mango. Und 187, wenn ihr den Woman to Go kennt, die können Mango. Und das merkt man auch hier. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Oder die Mango-Note ist sehr, sehr lecker. Danach, finde ich, schmeckt man im Nachgeschmack so eine Guave. Und ganz, ganz zuletzt kommt noch so der Pfirsich hinterher. Wie ihr ihn vielleicht von Adalia Berlin Nights kennt oder so. Diese typischen geilen Pfirsich-Minztabake. Wirklich sehr, sehr lecker. Sternfrucht, ich weiß nicht. Nicht bewusst. Ist da vielleicht drin, aber man schmeckt sie nicht vorstechend. Und Minze finde ich auch sehr, sehr verhalten. Schade, muss ich hier sagen. Das stimmt eigentlich. Es ist oft so, dass die Minznote wirklich dominiert und so fast schon nervt, weil man den Rest nicht schmeckt. Hier ist es genau andersrum. Ich schmecke hier kaum Minze. Könnte ein bisschen mehr. Man riecht sie, man merkt es in der Nase, aber beim Ziehen ist es leicht frisch, aber ja, ich würde mir persönlich noch ein bisschen Sweet Grease da reinmischen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da spricht echt nichts dagegen. Ja, das schmeckt. Vielleicht, ja, trotzdem, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen viel runtergerattert. Rundherum guter Mix. Also schmeckt wirklich lecker.
süß, spritzig, leichte Säure mit dabei. Ihr könnt einige Früchte rausschmecken. Ich finde ihn so, wie er ist, geil, muss ich sagen. Ich würde mir da Münze reinmischen, aber... Das ist ja jedem selber überlassen. Genau. Aber ich muss wirklich sagen, also das, was man geruchlich hat, wirklich dieses süßliche, säuerliche, extrem fruchtige und dass man halt wirklich auch noch die einzelnen Sorten auseinanderhalten kann, finde ich halt wirklich super gut gelungen. Und ja, also ich glaube, der wird halt auch nicht lange halten. Definitiv nicht. Der wird, glaube ich, auch, also wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch den auf jeden Fall, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ziemlich schnell auch wieder ausverkauft sein wird. Weil, naja, hat 187 Straßenmann. Ne? 187 Straßenmann, der neue Tabak. Wieder ein geiler Tabak. Ja, holt euch den auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir nahtlos ins Fazit übergehen. Vielleicht noch zum Rauch, wie immer ganz kurz. Raucht wie ein typischer 187-Tabak, einfach klasse. Wir haben den jetzt schon eine ganze Weile drauf. Ah, die kannte den noch nicht, ich habe schon zwei Köpfe damit geraucht. Deswegen mussten wir erstmal ein bisschen vortesten. Aber die erste halbe Stunde vernebelt euch einfach komplett den Raum. Und ja, dann würde ich sagen, es gibt eine klare Kaufempfehlung. Ja, von uns. Definitiv. Holt euch den. Und ja, wenn ihr dann irgendwie auch auf den Geschmack kommt, guckt euch gerne auch mal die anderen Videos, die wir zu den 187 Tabaken gemacht haben. Vielleicht könnt ihr euch da ja auch noch inspirieren lassen und euch nochmal einen neuen Tabak holen, ein bisschen was ausprobieren. Die haben echt geile Sachen dabei. Auf jeden Fall. Wir haben noch die zwei anderen Sorten am Start, kommen wahrscheinlich die nächsten Wochen. Und zwar der New Flash und der, ich kann ihn nicht aussprechen, ist irgend so ein Rapper von 187, ich kenne die nicht. Glaube ich, ein Traube-Minztabak, den ich schon vom Geruch her absolut Bombe finde. Also der riecht so heftig. Der wird auf jeden Fall geil, denke ich mal. Und bis dahin, macht euch ein Köpfchen und wir sagen, liken, wenn euch das Video gefallen hat. Sagen wir, ja. Ja, das sagen wir, genau. Like bitte dieses Video. Und gebt uns natürlich auch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen wollt. Und dann sind wir raus. Genau, checkt nochmal unsere Social Media Kanäle ab. Alles nochmal in der Beschreibung zu finden, auch in welches Setup wir rauchen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Dann hoffentlich wieder zu dritt. Max ist nämlich gerade übelst am Hustlen. Der ist am Work-Work-Worken. Work-Work-Worken. Aber ja, ich denke, beim nächsten Mal wieder in der gewohnten Umgebung. Und bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Guten Rauch, guten Geschmack. Wir sehen uns. Stay fresh, stay tuned. Ciao. Haut rein. Ja! Wie immer wird das Auto mit einem Ja begonnen. Ja, was ist. Also, ich frage mich tatsächlich, also so die Stärke, wenn man die jetzt nicht drin haben würde, ob man da tatsächlich einen Unterschied schmeckt. Also. Es ist halt irgendwie Quatsch, ja. Guave, Mango auf jeden Fall dabei. Mhm. Pfefferminze, wie gesagt, hätte ein bisschen mehr sein können. Pfirsich leicht im Nachgeschmack. Sternfrucht. Das ist halt wirklich die Frage, das ist halt nicht so der Hauptgeschmack, Geschmacksträger, aber vielleicht muss der einfach so drin sein, um die anderen Sachen noch so ein bisschen hervorzuheben oder so eine säuerliche Note noch mit dazu zu geben. Mhm. Who knows? Who knows? So ist es. Aber das ist geil.